Und schon die Steuererklärung gemacht? Für diejenigen unter uns, die Immobilien besitzen zur Vermietung, gibt es natürlich viele schöne Interviews mit Steuerberatern, die sehr kompetent erklären können, was kann man absetzen, was muss man beachten, etc. Nur das Problem, das ich dabei immer sehe, ist, ich bin kein auditiver Lerntyp, sondern eher der visuelle, wie ihr wisst, ne, von meinen Videos. Das heißt, mir würde es helfen, das etwas systematisch aufzubereiten. Und genau das habe ich für euch heute getan. Willkommen bei Outside Invest, dem neuen YouTube-Kanal für Value- und Einkommensinvestoren. Nun, wenn es ums Thema Steuern geht, dann braucht ihr vermutlich eine kleine Motivationseinheit. Nun schauen wir uns zuerst mal das Eigenheim an. Entweder eine Wohnung oder ein Haus, das man selbst bewohnt komplett. Nichts kann ich absetzen davon. Keine Grunderwerbsteuer, keine Kaufnebenkosten wie Makler oder Notar, keine Grundsteuern oder sonstige Nebenkosten. Wenn ich etwas renoviere, kann ich maximal die Handwerkerleistungen und Lohnanteile absetzen und das ist auch gedeckelt zu 1200 Euro. Und wer ein Haus zum Beispiel besitzt, der weiß, wie schnell man über diese Grenze kommt. Auch abschreiben kann ich nichts. Gar keine Methode, irgendwie Geld zu sparen. Demgegenüber, wenn man eine Immobilie besitzt, die man vermietet, also ein Investitionsobjekt, dort kann ich praktisch alles absetzen. Kaufnebenkosten, Makler, Notar, Grunderwerbsteuer, Finanzierungskosten, Grundsteuern und sonstige Nebenkosten, Vermietungskosten. Wenn ich eine Renovierung oder Sanierung mache, kann ich die Kosten als dann Werbungskosten absetzen. Und ich kann natürlich das Gebäude abschreiben über eine gewisse Zeit. Das heißt, hier habe ich sehr viele Möglichkeiten. Und es lohnt sich wirklich, das mal anzuschauen, weil hier ist viel Geld zu holen. Und das wollen wir jetzt in den nächsten Teilen machen. Nun, wenn man keine Immobilien als Investitionsobjekt hat, dann hat man in der Regel eben ein normales Einkommen als Angestellter. Gehen wir mal davon aus. Sprich ein Gehalt, vielleicht ein Nebenjob oder sonstige Einkünfte. Abzüglich einiger weniger Werbungskosten, die man so als Privatmensch absetzen kann, muss man dann jede Menge Steuer zahlen. Wer einen gut qualifizierten Job hat, zahlt richtig fett Steuer. Deutschland ist eines der Länder mit einer der höchsten Steuerbelastungen weltweit und in Europa. Und da gibt es ja noch ein paar Parteien wie die Grünen, die Linke oder die SPD, die wollen bei dieser Bundestagswahl die Steuern sogar noch erhöhen, bis man eben auswandern muss. Aber das ist ein anderes Thema, wollen wir nicht hier besprechen. Sprich, aus dem Rest, der übrig bleibt, muss man leben, muss man all die schönen Dinge bezahlen und vielleicht dann, wenn noch ein bisschen was übrig bleibt, am Schluss hoffentlich noch einen ETF-Sparplan einrichten und etwas Aktienvermögen bilden. Wenn man früh genug anfängt, super. Ich war ziemlich spät dran, dann muss man ein bisschen mehr Turbo geben. Nun, wenn ich eine Immobilie habe zur Vermietung, dann habe ich hoffentlich zusätzliche Einkünfte. Also eine Immobilie gekauft, die netto einen Cashflow erwirtschaftet. Nur ein Steuersparobjekt zu kaufen, ist eine sehr schlechte Idee. Davon rate ich dringend ab. Da gibt es viele Videos zu diesem Thema. Nun habe ich natürlich mehr Einkommen, also muss ich auch mehr Geld, mehr Steuern abdrücken. Mit dem Grenzsteuersatz von vielleicht 42% und mehr. Aber ich kann eben jetzt alle Kosten, die mir diese Vermietung bringt, eben dagegen rechnen. Das heißt, die kann ich abziehen. Und ihr werdet sehen, das ist eine ganze Menge, wie wir gerade eben vorher schon ein bisschen gespoilert haben. Und am Endeffekt, das, was ich ausgebe, bildet mir auch Vermögen. Abgesehen davon, dass meine Mieter mir hoffentlich die ganze Finanzierung irgendwo querfinanzieren. Dadurch komme ich hoffentlich, wenn ich das gut mache, eben unter eigentlich meine sonstigen Einkünfte runter, sodass ich de facto Steuern spare gegenüber dem Fakt, dass ich keine Immobilie habe. Also insbesondere im ersten Jahr, wenn ich eben Kaufnebenkosten und solche Dinge habe, wird das so passieren. Das heißt, ich habe eine geringere Steuerbelastung. Wie wir das dann über die nächsten Jahre retten, dazu kommen wir am Schluss. So, und am Endeffekt bleibt auch ohne Auswandern mehr Netto vom Brutto. Und von diesem mehr Netto vom Brutto kann ich entweder besser leben oder aber ich kann es natürlich für andere vermögensaufbauende Aktionen machen, wie zum Beispiel in ein Aktiendepot investieren. Und das klingt doch gut. Zweimal Vermögen gebildet. Einmal mit Immobilien und einmal mit dem Geld, das mehr übrig bleibt. So zumindest die Theorie.
Nun kann man sich natürlich einen Steuerberater suchen, dem alles geben und die Sache ist erledigt. Ich rate zumindest am Anfang auch davon ab. Weil Steuer-Know-how ist ein Teil der finanziellen Bildung. Wenn ich es nicht selbst mache, dann weiß ich nicht, was ich dort eben absetzen kann und was ich eben an Geld rausholen kann. Ich verlasse mich auf den Steuerberater. Besser ist es, zumindest ein paar Mal, solange es noch nicht so komplex ist, das selber zu machen. Und nun, was braucht man, um eine Steuererklärung zu machen? Nun brauche ich erstmal die Unterlagen. Und das ist eigentlich das, was ich nicht verstehe. Ne? Wenn ich diese Unterlagen raussuche, das ist doch die Hauptarbeit, die Sachen zusammenzusuchen, zusammenzutragen. Natürlich kann ich das heutzutage digitalisieren, aber diesen Job muss ich immer machen, egal ob ich einen Steuerberater habe oder nicht. Und da ich diesen Hauptanteil eh machen muss, dann kann ich ja gleich weitermachen. Gut, was ich auch brauche natürlich, ich muss ein Excel-Bisschen nehmen. Ich muss mir meine Daten aufbereiten, vorbereiten, zusammenrechnen. Die Zahlen, die ich nachher in der Steuererklärung eintrage, die werde ich einfach nicht so im Kopf rechnen können. Also, ein bisschen Excel muss sein. Dann natürlich eine Steuersoftware. Nicht mehr mit Formularen arbeiten oder mit diesem Elster-Formular im Web. Das ist ja Bullshit. Es gibt gute Steuersoftware, die eine Elster-Schnittstelle hat, wo ich die nachher mit Signatur gesichert eben abschicken kann. Das ist ein Muss. Dort habe ich meistens auch eine Hilfe drin, die mir hilft, rauszufinden, welche Felder was bedeuten und was ich dort eben eintragen kann. Plus, ich brauche eben dieses Steuer-Know-how. Ich muss mich damit beschäftigen. Ich hatte mal ein Video gemacht über die Literatur, die ich lese, und da war ja Ende letzten Jahres über die Winterferien war Steuern angesagt. Steuern für Immobilien. Also man muss Zeit investieren, sich damit zu beschäftigen, aber das lohnt sich. Und natürlich das Problem, man braucht etwas Zeit. Aber diese Zeit lohnt sich hoffentlich, wenn nachher der Urlaub oder sonst etwas damit finanziert ist. Nun muss man sich natürlich auch noch mit etwas Terminologie beschäftigen. Da gibt es verschiedene Arten von Kosten. Das ist sehr wichtig, weil die anders behandelt werden. Da kommen wir aber im Laufe des Videos noch darauf. Was ist Abschreibung? Was sind Anschaffungskosten? Was ist der Haltungsaufwand? Wie macht man eine Kaufpreisaufteilung? Was sind Instandhaltungskosten etc.? Diese Dinge gilt es natürlich etwas zu verstehen. Ich werde versuchen, das ein bisschen zu vermitteln. Ein großer Disclaimer natürlich, ich bin kein Steuerberater, das weiß man ja wohl. Ich bin sehr weit davon entfernt, sprich ich mache natürlich keine Steuerberatung, sondern ich versuche euch hier Informationen systematisch zusammenzufassen. Wenn ihr also Fragen zu Steuern habt, dann bitte euren Steuerberater oder Experten kontaktieren und konsultieren. Kommen wir erst zu einem paar Basics, die Bankrate. In der Regel habe ich ein Annuitätendarlehen, das heißt, ich habe eine feste Bankrate, die besteht aus Zinsen und aus Tilgung. Es ist klar, dass natürlich nur die Zinsen steuerlich absetzbar sind und eben nicht die Tilgung. Warum? Weil die Zinsen sind Ausgaben, Finanzierungskosten, die ich habe, um mein Einkommen aus Immobilien zu bekommen. Die Tilgung ist einfach eine Übertragung von einem Konto, gewissermaßen intern bei mir, von meinem Gehaltskonto auf ein Vermögenskonto der Immobilie. Und als solche sind sie natürlich nicht absetzbar, sondern sind eigentlich den Teil, den ich langfristiges Vermögen bilde. Also linke Tasche, rechte Tasche. Grundsätzlich muss man Kosten und Einkünfte in dem Jahr berücksichtigen, indem sie einem zufließen oder abfließen, das sogenannte Zuflussprinzip. Dabei muss man eben nun zwei Arten der Kosten unterscheiden, die unterschiedlich behandelt werden. Zum einen mal die Werbungskosten, die kann ich in der Regel komplett in dem Jahr ansetzen, in dem sie anfallen. Zum anderen die Anschaffungskosten des Gebäudes, die muss ich über die Lebenszeit des Gebäudes abschreiben. Wenn die Immobilie jünger ist als 1920, für 2% pro Jahr über eben 50 Jahre. Wenn die Immobilie älter ist als 1920, ein Spezialfall, dann habe ich einen höheren Abschreibungssatz, nämlich 2,5% über 40 Jahre. Nun muss ich aber darauf hinweisen, hier geht es um die Abschreibung des Gebäudewerts. Nun, wenn ich eine Wohnung kaufe oder ein Haus, dann habe ich einen Miteigentumsanteil auch am Grund und Boden und dieser wird natürlich nicht weniger wert über die Lebenszeit des Gebäudes und deswegen darf der nicht berücksichtigt werden. Sprich, zur Ermittlung der Anschaffungskosten des Gebäudes muss erst der Gebäudewert ermittelt werden aus dem Gesamtkaufpreis. Hier spricht man eben von der Kaufpreisaufteilung. Nun, dafür gibt es eine Arbeitshilfe vom Bundesministerium der Finanzen.
Also diese Arbeitshilfe zur Aufteilung des Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück, Kaufpreisaufteilung. Das ist ein Excel, das ich mich runterladen kann. Den Link tue ich euch in die Beschreibung unten rein. Dafür brauche ich natürlich den Kaufpreis, die Wohn- und Nutzfläche, die Grundstücksgröße mit Eigentumsanteil in Tausendsteln in der Regel, den Bodenrichtwert. Dazu gibt es gewisse Tools, das wäre mal ein anderes Thema, wo man den herbekommt. Und auch das Baujahr, denn je älter das Gebäude ist, desto weniger ist es wert. Wenn ich einen Neubau habe, wird der Anteil des Gebäudes in der Regel höher sein, als wenn ich eine Wohnung in einem Altbau habe, wo eben dann schon niedriger bewertet wird. Aber die Schreibung an sich ist etwas sehr Wertvolles, weil ich kann im Prinzip, wird das Gebäude immer weniger wert und ich kann diesen Wertverfall sozusagen steuerlich ansetzen. Das ist ein Privileg von Immobilien. Da es so einen großen Unterschied macht, ob ich die Kosten direkt im Jahr des Anfalls absetzen kann oder ob ich es über 40 oder 50 Jahre abschreiben muss, muss ich eben die Kosten jetzt aufteilen zwischen diesen zwei Modellen, Werbungskosten und Abschreibung. In der Regel wird behauptet, dass die Kaufnebenkosten zu den Anschaffungskosten gehören und diese müssen eben abgeschrieben werden mit den 2 oder 2,5%. Aber es gibt eine kleine Ausnahme, die man wissen sollte. Und zwar Grunderwerbsteuer, Maklerkosten ist korrekt, sind Anschaffungskosten und damit abgeschrieben werden. Alles, was den Notarkosten betrifft, bezüglich des Kaufvertrags, gehört auch zur Anschaffung und damit muss mit in den Anschaffungspreis reingerechnet werden. Aber alles, was die Grundschuldeintragung angeht, das sind eben, können direkt als Werbungskosten abgesetzt werden. Das heißt, die Notarkosten muss man gewissermaßen aufteilen und kann einen Teil davon, eben einen Teil der anfallenden Rechnungen, die man da eben bekommt, eben direkt abschalten und abschreiben. Und das ist gut. Dann alle Finanzierungskosten, sprich, was wir vorher hatten, Bankrate, der Zinsanteil der Bankrate kann natürlich als Werbungskosten direkt immer angesetzt werden. Also der Teil, der in diesem Jahr eben angefallen ist, das man gezahlt hat an Zinsen. Zusätzlich alle anderen Geldbeschaffungskosten. Was könnte das sein? Zum Beispiel, wenn man einen Bausparvertrag hat und musste eine Abschlussgebühr zahlen oder Gebühren und solche Dinge, die eben anfallen bei der Finanzierung, bei der Erstellung der Finanzierung, die können eben als Werbungskosten direkt abgesetzt werden. Zu beachten ist hierbei ganz wichtig die sogenannte 15%-Regel. Da habt ihr sicherlich schon davon gehört. Und zwar bedeutet die, dass alle Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen, also die über den Kaufpreis hinausgehen, Sanierungen, die ich durchführe etc., die innerhalb der ersten 3 Jahre nach Anschaffung in ihrem Gesamtwert, das heißt ohne Umsatzsteuer, den Wert von 15% der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen, dann sind diese Modernisierungs- und Sanierungskosten eben Herstellungskosten und müssen über die Lebenszeit der Immobilie, eben diese 40, 50 Jahre, abgeschrieben werden. Dabei stunde ich natürlich dem Staat sehr viel Geld. Am Endeffekt, irgendwann mal bekomme ich diese Steuern alle zurück, aber ich muss eben 50 Jahre lang warten. Und das ist natürlich sehr schlecht. Damit fehlt mir nachher diese zurückgezahlte Steuer als Eigenkapital. Und noch dazu zu beachten, speziell bei Altbauten, ist, dass hier vom Anschaffungskosten des Gebäudes gesprochen wird. Das heißt, die Ermittlung des Gebäudewerts kann natürlich viel niedriger sein als der Kaufpreis, den ich gezahlt habe. Das heißt, mir muss man verteufelt aufpassen, dass man bei Luxussanierungen und solchen Dingen wird man eben über diese 15% drüber kommen. Sprich, man sollte sich über diese 15%-Regel vor Kauf eigentlich oder vor Planung der Modernisierung und Sanierungsmaßnahmen Gedanken gemacht haben. Schwierig natürlich. Was übrigens wichtig ist, dass Erhaltungsaufwand, das heißt Kosten, die ich habe für Reparaturen, um die Wohnung wieder in einen bewohnbaren Zustand zu machen, Defekte zu reparieren etc., nicht zu diesen Instandhaltungskosten gehören, sondern weiterhin als Werbungskosten im Jahr, in dem sie anfallen, abgesetzt werden können. Zumindest das. Also mit dem Gelernten weiter mit der Aufteilung der Kosten. Das heißt, Renovierungs- und Sanierungskosten über 15% des Anschaffungskosten nach der 15%-Regelung, Abschreibung. Wenn ich drunter bleibe, Werbungskosten. Großer Unterschied. Alles, was ich Kosten habe, um meine Wohnung zu vermieten, also Dinge wie einen Mietvertrag erstellen zu lassen vom Anwalt, einen Makler einzusetzen, der mir für die Vermietung hilft, Mietverwaltung,
oder Inserate oder solche Kosten kann ich als Werbungskosten natürlich immer ansetzen. Für die, die vom möbliert vermieten oder WG möbliert vermieten etc. machen, Einrichtungskosten, die 800 Euro überschreiben, müssen auch abgeschrieben werden, allerdings nicht 40 oder 50 Jahre, sondern hier gibt es die sogenannten AFA-Tabellen vom Bundesministerium der Finanzen, wo drin steht, welche Art Gegenstände wie lang abgeschrieben werden müssen. Das ist in der Regel so zwischen 7 und 10 Jahren, für Küchen etwas mehr als für Betten oder sonstige Möbel. Und wenn die Einrichtungsgegenstände insgesamt weniger als 800 Euro gekostet haben, dann können sie wieder komplett in den Werbungskosten abgeschrieben werden. Und natürlich Erhaltungsaufwände, also Reparaturarbeiten, Streichen, solche Dinge, können dann auch als Werbungskosten abgesetzt werden. Den Link für die AFA-Tabellen gibt es wieder unten in dem Kommentarfeld. Nun zur Instandhaltungsrücklage. Die Instandhaltungsrücklage zahle ich normalerweise als Teil des Hausgeldes monatlich. Und natürlich kann man die nicht steuerlich absetzen, muss man aufpassen, ne? Weil das ist wieder eigentlich linke Tasche, rechte Tasche. Mein Geld bei mir auf dem Konto, mein Geld als Teil des Hausverwaltungskontos für die Instandhaltungsrücklage. Ich kann die ja wieder rausbekommen. Ne? Es hat die, solange die nicht ausgegeben wird, ist das keine Ausgabe und damit nicht steuerlich absetzbar. Erst wenn die WEG, also die Eigentümergemeinschaft, eine Zahlung aus der Instandhaltungsrücklage leistet, zum Beispiel die Heizung erneuert oder solche Dinge, dann kann ich natürlich den Teil, den ich bezahlen muss, aus diesem Teil, also meinen Miteigentumsanteil, kann ich natürlich steuerlich ansetzen. Auch meine private Instandhaltungsrücklage, die ich für mich mache, ist natürlich nicht steuerlich ansetzbar. Wenn es Sonderumlagen gibt, dann wird natürlich in der Regel dann auch etwas gezahlt davon, wird die ausgegeben, dann kann ich den Teil natürlich auch ansetzen, wenn er eben dann ausgegeben ist, in dem Jahr, wo er ausgegeben wird. Danach noch ein Wort zur Kaution. Eine Kaution ist nicht mein Geld. Das liegt vielleicht auf einem Kautionskonto, einem speziellen, oder sogar bei mir auf dem Tagesgeldkonto als Vermieter. Aber ich verwahre dieses Geld für den Mieter. In der Regel muss ich es ihm zurückzahlen. Das heißt, weder der Erhalt einer Kaution ist kein Einkommen und die Rückzahlung einer Kaution ist natürlich keine Zahlung im Sinne des Steuerrechts. Erst wenn aus irgendeinem Problemfall ich einen Teil dieser Kaution einbehalte, dann würde es für mich natürlich Einkommen, habe dann aber natürlich in der Regel auch eine entsprechende Ausgabe, einen Erhaltungsaufwand für eine Reparatur, die ich dann 1:1 natürlich als Werbungskosten wieder ansetzen kann. Weiter mit der Kostenaufteilung. Nun, in der Regel ist es nun mal leider so, dass es könnte einfach sein, ist es aber nicht. Ne? Nehmen wir mal das Beispiel Fahrtkosten. Wenn ich Fahrtkosten habe oder andere Ausgaben für Essen, Makler einladen, zum Zwecke einer Immobilie, wenn ich diese Immobilie wirklich gekauft habe, dann gehören diese Kosten zu den Anschaffungskosten und müssen abgeschrieben werden. Wenn ich allerdings Fahrtkosten zur Besichtigung einer Immobilie habe, die ich nicht kaufe, dann sind es Werbungskosten und ich kann sie direkt absetzen. Genauso das Gleiche gilt, wenn ich zum Zwecke der Vermietung oder Renovierung oder solchen Dingen in meine Immobilie fahre, die ich natürlich schon gekauft habe, dann sind es auch Werbungskosten. Genau dasselbe bei Rechtskosten. Wenn ich den Kauf eine Rechtsberatung in Anspruch nehme für den Kaufvertrag, den zum Beispiel prüfen lasse oder erstellen lasse, dann gehören diese Kosten zu den Anschaffungskosten. Wenn ich allerdings einen Mietvertrag prüfen lasse zum Beispiel oder andere Rechtskosten in diese Richtung habe, dann gehören die eben zu den Werbungskosten. Das heißt, auch hier hat man eine gewisse Kategorie von Kosten, die ich eben aufteilen kann und muss. Weiter zu den Nebenkosten. Nebenkosten wie Verwaltungskosten oder eine Mietverwaltung, die ich beauftragt habe zur Vermietung oder zur Verwaltung meiner Vermietung, die kann ich natürlich als Werbungskosten absetzen. Genauso wie alle nicht umlagefähigen Nebenkosten, die ich als Vermieter übernehmen muss. Also Honorar der Hausverwaltung und solche Dinge. Wichtig natürlich, alle umlagefähigen Nebenkosten, die kann ich in der Regel nicht absetzen, weil die hat ja mein Mieter bezahlt. Das heißt, das war für mich ein durchlaufender Posten. Außer in dem Fall, es bleiben Kosten übrig. Zum Beispiel bei einer WG waren Zimmer nicht vermietet und ein Teil der Kosten
muss ich als Vermieter übernehmen. Diese Dinge kann ich natürlich wieder in Werbungskosten ansetzen. So, nun ist natürlich auch klar geworden, warum man ein Excel braucht. Man muss eben relativ viel an den Daten vorher rechnen, um diese aufzuteilen. Daher will ich euch noch ein paar Ideen geben für Werbungskosten. Was kann man denn so finden, was man noch absetzen kann, die man privat nicht absetzen kann als Werbungskosten? Zum Beispiel hat man Templates gekauft für Mietverträge, Immocation oder sowas. Rechtsanwaltskosten für rechtliche Beratung zur Erstellung eines Mietvertrags, Software für die Mietverwaltung oder die Nebenkostenabrechnung, wenn man das selber macht, was man ja auch vielleicht mal lernen könnte, Bücher zum Thema Immobilien oder Immobilienfinanzierung, Bankgebühren des Mietkontos, Seminare, die ich mal besucht habe, irgendwelche YouTube-Coaches, ne, falls man das tun möchte, was ich eigentlich nicht empfehle, da es so viel kostenlosen Content gibt. Sonstige Arbeitsmittel, Computer, Drucker, die ich anschaffe, um eben als Immobilieninvestor meine Arbeit nachzugehen. Telefon oder Internet anteilig, die ich brauche. Ich werde viel mit Maklern telefonieren, also wenn ich viel investiere, viel Immobilien habe, ist es vielleicht darstellbar. Oder auch sowas wie ein Arbeitszimmer kann man durchaus versuchen, bei größeren Immobilienbestand auch im Privatbesitz zu argumentieren, dass man so etwas dann eben braucht und kann diese als Werbungskosten absetzen. Falls ihr noch irgendwelche zusätzlichen Ideen habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich empfehle dringend, dass man für die Steuererklärung ein Steuerprogramm hat, entweder als Desktop-App wie eine Steuersparerklärung zum Beispiel oder ein webbasiertes Tool, da diese in der Regel sehr viel benutzbarer sind als ein Elster-Formular. Der Staat kann nun mal einfach keine UX-Anwendungen schreiben. Und hier werde ich eben in besserer Form genau die Kategorien wiederfinden, die wir eben vorher besprochen haben. Wo kann ich meine Mieteinnahmen eingeben, separat vielleicht vermietete Garagenplätze und solche Dinge, Zuschüsse, die ich bekommen habe von KfW zum Beispiel. Dann habe ich meine Kreditzinsen, andere Finanzierungskosten, nicht umlagefähige Kosten der Hausverwaltung, Verwaltungskosten, solche Dinge, Fahrtkosten zur Vermietung oder Abschreibung des Gebäudes, Abschreibung von Einrichtungen und die letzte Liste eben diese schönen anderen Werbungskosten. Wichtig ist hier, sich eben auch sein Steuerprogramm gut zu verstehen und zu verstehen, wo muss ich welche Dinge eintragen und dann möglichst nichts vergessen. Wer also eine Immobilie kauft, wird feststellen, dass insbesondere im ersten Jahr man es durch diese ganzen Kosten, die man ansetzen kann, wirklich schafft, dass man weniger Steuern bezahlt als in einem normalen Jahr. Das heißt, ich habe Schulden gemacht und viel Geld ausgegeben und muss weniger Steuern zahlen. Das ist doch wirklich toll, selbst wenn ich Cashflow habe. Natürlich, wenn ich im zweiten Jahr meine Immobilien einfach nur besitze, es passiert nichts, ich habe keine Ausgaben, dann werden meine Kosten der Immobilie natürlich sinken. Vielleicht habe ich auch steigenden Cashflow und dadurch mehr Einnahmen. Und dadurch werde ich natürlich wieder mehr Steuern zahlen. Und irgendwann mal komme ich eben dahin, dass ich mehr Cashflow und dadurch insgesamt mehr Einnahmen habe und dadurch eine deutlich höhere Steuerlast bekomme, als ich eigentlich hatte. Und das ist nicht gut. Also wollen wir nicht. Also muss man etwas tun. Nun, was kann ich machen? Nun, ich muss eigentlich meine Immobilienkosten wieder erhöhen, ohne dass es schlecht ist. Das heißt, ich könnte zum Beispiel hingehen und nach ein, zwei Jahren wieder eine Immobilie kaufen. Manche Leute schaffen ja 30 in einem Jahr. Oder es gibt eine größere Renovierung, die ja den Wert der Immobilie steigert und damit Vermögensbildung darstellt. Oder ich kann den Cashflow steigern und gleichzeitig eine Sanierung machen. Das heißt, durch ein geschicktes Timing von Sanierungen und Käufen kann ich dafür sorgen, dass ich immer so viele Immobilienkosten habe, dass meine Steuerlast eigentlich immer niedriger wird oder niedrig bleibt. Und das zeigt mal wieder, dass Immobilien als Assetklasse eben sehr interessant sind, weil mit Aktien bekomme ich das nicht hin. Bei diesem Thema ist es besonders wichtig, dass ihr in den Kommentaren mich darauf hinweist, sollte ich etwas vergessen haben oder eine falsche Aussage gemacht haben, sodass alle diese Korrektur mitbekommen. Trotzdem hoffe ich, dass ich euch die Welt der Immobilienbesteuerung etwas systematisch näher bringen konnte. Wenn ihr auch denkt, dass man hier Steuern sparen kann, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und natürlich diesen Kanal abonniert, denn es wird mehr in allen Bereichen kommen. Bis dann, euer Peter.